Heißt ein neuer deutscher Western um eine geheimnisvolle Bande. Wer ist Ihr Chef? Schwer zu sagen, Lucy. Zunächst hoffe ich, den Mörder deines Vaters zu finden. Wird es der neue Sheriff schaffen? Wo haben Sie denn den aufgegabelt, Miss? Auf Martins Ranch, und ich glaube, da gibt's noch mehr zu holen, mein Junge. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. So wie der seinen Colt trägt, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Aber es könnte sein, dass der alte Sepp noch am Leben wäre, wenn es anders angefangen hätte. Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Sie haben alles ganz richtig gemacht. Das fürchten auch die Banditen. Lucy. Mordanschläge sind die Antwort. Eine Stadt lebt in Angst. Wer hat die besseren Nerven? Wie findest du unseren neuen Sheriff, Kent? Er bleibt nicht lang. Ich würde vorsichtig sein, ob mit oder ohne Stern. Der Mann hat keine Angst. Wenn Sie Streit suchen, dann brauchen Sie es doch bloß zu sagen. Oder haben Sie nur eine große Schnauze? Der Kampf um Recht und Gesetz gegen Willkür und brutale Gewalt ist der Angelpunkt des erregenden Geschehens. Ein deutscher Western von außergewöhnlichem Format. Sie nannten ihn Gringo. Unter der Regie eines Hollywood-Spezialisten erleben Sie internationale Stars als Schurken und Gerechte. Man erkennt einen Wolf nicht unbedingt am Fell. Jedenfalls nicht in dieser Stadt. Auch Sie können sesshaft werden, wenn Sie nur das finden, was Sie hält. Sehr einladend ist diese Stadt nicht. Mr. Carson, lassen Sie diesen Mord einfach so hingehen? Alles zu seiner Zeit. Man muss warten können. Ohne Fahrer keine Erztransporte von der Mine mehr. Ich krieg den alten Martin endlich klein. Ich wünsche keinen Streit unter uns. Sag mal, wer war denn der Junge? Wir haben hier ein Hotel und kein Auskunftsbüro. Komm, komm, du gib mal nicht so an, mein Schatz. Die Leute, die mich anfassen dürfen, suche ich mir aus. Du nicht, Reno. Hält er die Fäden in der Hand? Ich hätte Ihnen vor 20 Jahren die Zähne eingeschlagen für diese Unverschämtheit. Die gewaltige Naturkulisse der schwarzen Berge von Dakota bildet den eindrucksvollen Hintergrund für eine dramatische Handlung. Ein echter Western voll atemberaubender Spannung. Was ist mit dir los? Warum bist du denn so nervös? Komm, sei lieb. Gib mir einen Kuss. Der Tag der Entscheidung ist angebrochen. Wer wird ihn überleben? Auf diesen Moment habe ich gewartet, seit du hier aufgetaucht bist. Sie nannten ihn Gringo. Ein Film mit Herz und Hochspannung. Ein deutscher Western, der alle Wünsche erfüllt.